Airbrush TV wird Ihnen präsentiert von New Art Medien und Design. Magazine, Bücher, DVDs, alles rund um das Thema Airbrush. Weitere Infos finden Sie in unserem Online-Shop www.airbrush-buch.de. Drei, zwei, eins. Hi, ich bin Rüdiger und wollte euch heute mal zeigen, wie man auf relativ einfache und kostengünstige Art und Weise sich eine Absauganlage für sein Airbrush-Studio oder für sein einfaches Airbrush-Zuhause fertig machen kann. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich diese Anlage gesehen habe, die nun nicht ganz so kostengünstig ist, allerdings nur mit 3 Motoren ausgestattet ist. Und da dachte ich mir, Mensch, sowas muss man nicht kaufen, sowas kann man auch selber machen. Tja, und dann ist das daraus entstanden. Und das Ganze ist vom Preis her sicherlich höchstens bei 20-30% des gekauften Gerätes und sieht von innen erstmal ganz unspektakulär so aus. Noch ein letzter Hinweis zum Netzteil. Entweder ihr besorgt euch ein ganz normales Netzteil mit 2-3 Ampere oder wenn ihr ein PC-Netzteil haben wollt, dann sorgt bitte dafür, dass es von einem Elektriker umgebaut wird. Gut, selbstverständlich soll unsere Absauganlage natürlich nicht nur den Farbnebel absaugen, sondern möglichst auch die Farbe rausfiltern. Dafür habe ich diesen Fall jetzt einen Filter verwendet aus einer Dunstabzugshaube, den ich hier in einem Gitter, in diesem Fall aus einem alten Hamsterkäfig gebaut, eingesetzt habe. Und auf der anderen Seite, wo die Luft rauskommt, habe ich ein Gitter hingebaut, damit man eben nicht mit den Fingern in die Lüfter hineingreift, was sicherlich sehr schmerzhaft werden könnte. Ja, kommen wir zum Abschluss. In diesem Fall einfach mal, um zu sehen, wie groß das Ganze geworden ist. Wir haben also jetzt hier eine Gesamtlänge von etwas über 1 Meter. Das Ganze halt eben in einem stabilen Holzkasten eingebaut. Und den können wir jetzt wieder schließen. Und wenn wir dann alles zu haben, dann können wir das Gerät ganz normal mit 6 Schrauben zusammenschrauben und anschließend wieder in Betrieb nehmen. Das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist, dass der selbstgebaute Lüfter sogar noch etwas leiser ist. Wenn wir das Original anmachen, haben wir sehr laute Lüftungsgeräusche. Und bei dem Nachbau sind zwar auch Lüftungsgeräusche, die aber doch deutlich leiser sind. Und wenn man den Ansaugtest machen würde, dann fällt es hier noch runter. Und hier, hoffe ich zumindest, hält es. Das war die Kurzanleitung für euch zum Einbau oder zum Bau eines eigenen Lüfters, einer eigenen Absauganlage. Dankeschön. Viel Spaß beim Nachbauen. Ja, hallo, ich bin Sven. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man mit dem Ultraschallgerät Kleinteile reinigen kann. Dazu brauchen wir ein Ultraschallgerät, eine schmutzige Pistole, die ihr hoffentlich schön gebraucht habt, und ein paar Kleinigkeiten wie dieses selbstgebastelte kleine Becherchen, Wasser für das Ultraschallgerät, Reinigungsmittel, was denn hier in den Becher gekippt wird. Das werde ich euch jetzt gleich genau zeigen. So, als erstes nehme ich diesen Q-Tip, lege den hier rein. Der wird nachher ausschwimmen, das macht aber nichts. Schütte Wasser hinterher. Ganz normales Leitungswasser. Dann bereite ich diesen kleinen Becher vor. Dort wird ganz normales Reinigungsmittel reingefüllt. Wie ihr das sonst auch nehmt für Airbrush-Pistolen. Und dann fange ich an, die Pistole auseinanderzubauen. Jetzt kommt die Nadel ins Spiel. Man sieht, sie ist gut gebraucht.
So lege ich ein Teil nach dem anderen hier rein, bis auf die kleineren Teile. Die lege ich mir gleich in den Becher mit den Reinigungsmitteln. So auch die Düse und die Düsenschutzkappe. Und der Rest kommt jetzt hier einfach mit rein. Und schon können wir das Gerät anstellen. So, das Gerät ist jetzt abgelaufen. Jetzt nehmen wir die einzelnen Teile raus. Legen die erstmal hier hin. Die Nadel. Die kleinen Teile finge ich hier mit diesem Zahnreinigungsgerät raus. Und alles ist wunderbar sauber geworden. So, jetzt sehen wir hier zum Vergleich eine dreckige Düse und die Düse jetzt aus dem Ultraschallgerät. So, ich hoffe, der kleine Tipp hat euch geholfen. Den kann man ja auch leicht und einfach nachmachen, sofern man ein Ultraschallgerät hat. Und dann noch viel Spaß beim Raschen. So, zum Schluss noch einen kleinen Quick-Tipp. Und zwar, wenn ihr das Gerät reinigen wollt, dann kommt jetzt hier Cleaner rein und mit so einem Filzstifthülle kann man es hier vorne abdecken, die Nadelschutzkappe und die Saugkappe. Und dann drückt ihr den Hebel runter, zieht ihn leicht nach hinten. Dann blubbert der Reiniger im Gerät das erstmal alles schön durch und löst die ganzen Reste im Gerät. Ja, so. Bei der Iwata Micron zum Beispiel wird schon so eine kleine Kappe mitgeliefert. Die hat allerdings von Löchlein. Dann wird es hier vorne aufgesetzt, mit dem Finger zugedrückt und auch dann kann man schön durchblubbern. Die Sonderfolge Airbrush TV wurde Ihnen präsentiert vom Airbrush Stammtisch Hamburg. Servus.